So. Etzeler nochmal danke an 1000 Abonnenten. Musste rücken. Danke. Etzeler zeig ich euch noch kurz, wie ihr auf eure selbst erstellten Level zugreifen könnt. Zuerst müsst ihr euer Level im Editor mit einer der Zifferntasten speichern. Dann kommt auch eine Meldung. Nun müsst ihr auf eurem Desktop die Windows-Taste und die R-Taste gleichzeitig drücken. In das Eingabefeld gebt ihr nun %UpData% ein und öffnet den Drachenbike-Ordner. Dort sind eure Level gespeichert. Ihr könnt mir nun eure Level in die Kommentare kopieren oder andere Level ausprobieren. Viel Spaß!